Ich gebe dir heute 9 heiße Tipps, wie du wesentlich schneller in Logic Pro arbeiten kannst. Und das Kuriose dabei ist, all diese Tipps drehen sich um ein einziges Werkzeug. Geht los! Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Ganz kurz, bevor wir anfangen, falls du vielleicht neu bei Logic mit dabei bist oder von einer anderen DAW auf Logic umgestiegen bist und dich noch nicht so richtig zurechtfindest in dem Programm, empfehle ich dir unbedingt meine Logic Workflow Checkliste. Da gebe ich dir 10 Tipps, wie du deinen Workflow in Logic massiv verschnellern kannst. Die habe ich dir unten im ersten Kommentar als PDF angepinnt, da kannst du diese runterladen. Jetzt geht's aber los mit den 9 Tipps und die drehen sich alle um das Marquee-Tool. Kurze Rede, langer Sinn, wir gehen gleich ins Projekt und ich zeige dir, was ich meine. Das Marquee-Tool ist dieses hier, dieses Kreuz hier. Und mit ihm kannst du Regionen oder Spuren oder irgendwelche Songparts markieren. Und dafür nutzen es die meisten auch. Nicht wissend, dass dieses Programm eine echte Waffe ist, das noch viel, viel mehr kann, als nur irgendwelche Stellen zu markieren. Und deswegen legen wir gleich los mit Tipp Nummer 1 und das ist, nutze das Marquee-Tool als Abspielhilfe. Ich gehe mal hier oben auf Takt und wenn du jetzt eine kurze Markierung machst, hier mit dem Marquee-Tool, zum Beispiel hier, dann wird das Projekt an dieser Stelle abspielen. Ja? Wir probieren es mal. An einer anderen Stelle hier zum Beispiel. Das ist sehr geschickt, vor allem wenn du jetzt so wie ich hier reingezoomt hast und vielleicht der Cursor nicht irgendwo ist, wo du ihn hier gerade sehen kannst. Da musst du nicht wieder rauszoomen und den Cursor suchen, sondern du kannst direkt hier das Marquee-Tool als Abspielhilfe nutzen. Übrigens, was auch wichtig ist, ist, dass das Marquee-Tool in der Hierarchie über dem Cycle-Bereich ist. Das heißt, selbst wenn hier ein Cycle-Bereich eingezeichnet ist, wenn das Marquee-Tool ich jetzt keine Markierung setze, spielt er natürlich von da ab. Wenn ich jetzt aber hier mit dem Marquee-Werkzeug eine Abspielposition einzeichne, ist die in der Hierarchie höher und er wird trotz aktivem Cycle-Bereich von der Marquee-Markierung loslegen. Gut zu wissen. Du kannst natürlich nicht das Marquee-Tool jetzt nur als Abspielposition nutzen, sondern du kannst auch bestimmte Songparts mit dem Marquee-Tool abspielen lassen. Das heißt, ich könnte jetzt das hier markieren und dann spielt er ab der Stelle bis dahin, wo die Markierung endet und stoppt dann. Sehr angenehm, wenn du bestimmte Sachen mal kurz anhören möchtest oder bestimmte Stellen kurz anhören möchtest. Weiter geht's dann schon mit Tipp Nummer 3 und das ist das Marquee-Tool in Verbindung mit dem Cycle-Bereich. Du kannst nämlich den Cycle-Bereich über das Marquee-Tool steuern. Du siehst die Markierung, die ich jetzt hier gesetzt habe. Ich setze mal nochmal eine hier und wir zoomen mal rein und gehen hier wieder in Intelligent. Und ich mache jetzt eine Markierung, die nicht auf den Downbeat startet und auch nicht auf den Downbeat endet. Jetzt kannst du einfach über den Tastaturkurzbefehl Command U den Cycle-Bereich direkt über den Marquee-Bereich legen. Ja? Tastaturkurzbefehl Command-U und du hast hier deinen Cycle-Bereich, falls du loopen möchtest. Nochmal, du siehst jetzt hier, dass der Cycle-Bereich und der Marquee-Bereich, dass die nicht auf die Downbeats gehen. Möchtest du den Cycle-Bereich trotzdem auf die Downbeats legen, wählst du einfach den Tastaturkurzbefehl U. Den drücke ich jetzt, klack. Jetzt erweitert er den Cycle-Bereich so weit, dass es auf die Downbeats anfängt und aufhört. Nicht schlecht, oder? Weiter geht's mit Tipp Nummer 4 und das ist das Marquee-Tool in Verbindung mit Automation. Nämlich auch da kann es dir sehr gute Dienste leisten. Ich gehe mal hier über den Tastaturkurzbefehl A in die Automationseinsicht und wir haben jetzt hier die Volume-Automation für diese Spur. Wenn ich jetzt, sage ich mal, diese 3 Schläge hier leiser machen wollte, dann müsste ich jetzt sehr umständlich hier meine Punkte setzen und könnte dann hier diese Stelle runterziehen. Das ist natürlich ultra anstrengend, insbesondere wenn du das repetitiv machen willst. Also wenn du immer die gleiche Stelle hier leiser ziehen willst, musst du für jedes Mal, wo du diese Stelle leiser machen möchtest, 4 Punkte setzen. Das ist natürlich ultra stressig und mit dem Marquee-Tool geht das viel, viel einfacher. Ich wähle hier also diesen Bereich einfach aus mit dem Marquee-Tool, zeichne ihn ein und ziehe jetzt die Spur runter. Zack! Habe ich die Stelle leise gemacht, ohne einen einzigen Punkt einzeichnen zu müssen. Auch das sehr hilfreich. Wir machen weiter mit Tipp Nummer 5 und da dreht sich alles um Löschen, Verschieben, Kopieren und Schneiden. Also eigentlich 4 Tipps auf einmal. Hier ist nämlich das Marquee-Tool auch eine echte Waffe. Du kannst sehr viele Grundfunktionen, die du sehr, sehr oft benutzt, gerade in der Audiobearbeitung mit dem Marquee-Tool, sehr, sehr schnell erledigen. Also zum Beispiel etwas löschen. Ich möchte diesen Bereich hier löschen. Ich ziehe einfach meinen Marquee-Bereich hier drüber und lösche ihn, weg ist er. Nur dieser Bereich, der vordere und hintere Teil,
wird nicht davon betroffen sein. Dann kannst du natürlich auch einfach Audiomaterial verschieben. Ich mache jetzt zum Beispiel hier meine Markierung. Gehe mit der Maus drauf, dass ich jetzt hier wieder das Zeigertool habe und ziehe jetzt diese Spur einfach raus und kann sie verschieben. Du musst dich nur verschieben, wenn du die Optionstaste gedrückt hältst, kannst du auch kopieren. Ja? Ich habe jetzt also diese Stelle einfach hier hinten rauskopiert. Geht super schnell und super einfach. Und was viele nicht wissen, mit dem Marquee-Tool kannst du auch das Scherenwerkzeug ersetzen. Also nehmen wir mal an, ich möchte jetzt hier schneiden. Dann habe ich hier als Rechtsklick-Tool mein Schneidewerkzeug. Das kann ich jetzt natürlich nehmen, um hier zu schneiden. Aber eigentlich brauchst du es gar nicht, denn wenn du mit dem Marquee-Tool auf einen Regionspart doppelklickst, klack, klack, und vielleicht nochmal hier, klack, klack, dann kannst du hier auch schneiden, kannst jetzt diese Region kopieren, verschieben oder was immer du auch damit machen möchtest. Also auch diese Grundfunktionen sind super, super nützlich. Wir machen weiter mit Tipp Nummer 6 und das ist was, was viele User bei dem Marquee-Tool nervt, aber nur, weil sie den Tastaturkurzbefehl nicht wissen. Wenn du also eine Marquee-Selektion auswählst, zum Beispiel die hier, und jetzt feststellst, okay, ich habe es zu kurz gemacht oder ich habe es zu lang gemacht und willst dann jetzt hier ziehen, dann geht es nicht. Er wird immer neu anfangen. Du kannst also nicht korrigieren deine Marquee-Selektion. Wenn du allerdings die Shift-Taste gedrückt hältst, kannst du die Marquee-Selektion korrigieren. Ich halte jetzt also Shift gedrückt und schon kann ich die eingezeichnete Marquee-Selektion hier nochmal nachkorrigieren oder fein einstellen. Tipp Nummer 7. Springen nach Transienten. Das hört sich spannend an und ist es auch. Wenn ich jetzt hier wieder eine kurze Marquee-Abspielposition hier einzeichne, dann kannst du jetzt über die Pfeiltasten hier die Marquee-Selektion oder die Abspielposition nach Transienten springen lassen. Das ist echt heiß. Wenn ich jetzt also hier einfach meine Pfeiltasten drücke, dann springt er mir von Transient zu Transient. Super cool, wenn du sehr genau oder sehr chirurgisch an Audiomaterial arbeiten musst. Ich zeig dir das nochmal an was anderem. Das war jetzt einfach, weil es nur die Drums waren. Aber zum Beispiel, wenn ich es hier jetzt nochmal mache, siehst du auch, dass er super genau nach Transienten springt und dass du so sehr genau am Audiomaterial arbeiten kannst. Also springen nach Transienten, auch eine sehr kluge Funktion mit dem Marquee-Tool. Und damit machen wir weiter mit Tipp Nummer 8 und das ist ganze Regionen zu markieren. Auch hierfür gibt es nämlich einen Tastaturkurzbefehl und der ist Option Command. Ich nehme hier eine kleinere Region, zum Beispiel diese, oder nehmen wir diese hier. Die möchte ich jetzt markieren und ich möchte eine Marquee-Selektion über diese Region machen. Ich kann jetzt natürlich hier rumfummeln und ziehen, aber das ist ein bisschen schwierig zu zielen, insbesondere wenn du ein kleineres Zoom-Level hast und deswegen gibt es einen Tastaturkurzbefehl dafür und der ist Option Command. Wenn ich also jetzt Option Command gedrückt halte, dann siehst du schon hier, dass das kleine Marquee-Zeichen hier erscheint und der Pfeil sich verändert und wenn ich jetzt auf die Region klicke, zack, dann habe ich meine Marquee-Selektion direkt über diese Region hier gelegt. Ich kann es nochmal machen, ich halte Option Command gedrückt und klicke hier auf die Region, auch dann ist diese Region hier markiert. Alles schön und gut, was aber, wenn du jetzt eine Marquee-Selektion über das komplette Projekt machen möchtest, zum Beispiel über Takt 33 bis 41, das kannst du jetzt zwar machen, es ist aber ein bisschen schwierig und es ist ein bisschen ein Gefummel und du musst auch immer rauszoomen komplett. Dafür gibt es eine Lösung, die ist sehr versteckt und das ist Tipp Nummer 9 und zwar das Marquee-Lineal. Das ist eine Funktion, die ich tatsächlich bis vor kurzem selber noch gar nicht gekannt habe. Das Marquee-Lineal stellst du hier über Ansicht scharf sozusagen. Also hier über Ansicht, nicht hier oben über Ansicht, ne, sondern hier direkt im Arrangement-Fenster. Und dann gehst du auf Marquee-Lineal. Ich zoome mal vorher noch kurz rein, damit du siehst, was passiert. Konzentriere dich mal auf diesen Bereich hier. Ich mache also jetzt hier Marquee-Lineal, wähle ich aus und zack, siehst du, wie hier unten, ein neuer Balken erscheint und das ist unser Marquee-Lineal. Ich zoome jetzt wieder raus und jetzt, wenn ich hier eine Region einzeichne oder einen Bereich, du siehst schon, er zeigt mir hier Marquee-Lineal an, dann kann ich ganz schnell über das komplette Projekt meine Markierungen machen und so super schnell Bereiche auswählen, die für mich interessant sind. Scharf, oder? Habe ich tatsächlich nicht gewusst. Jetzt mal eine Frage an dich. Hast du diesen Tipp gekannt oder hast du die anderen Tipps gekannt? Hast du viel mit dem Marquee-Tool gearbeitet oder hast du das bisher eher links liegen lassen? Schreib mir das mal bitte in die Kommentare, das würde mich sehr interessieren. Denn ich glaube, dass viele Leute die Power von diesem Tool tatsächlich komplett übersehen. Das waren meine 9 kurzknackigen Tipps zum Marquee-Lineal. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen. Schick dir ganz viele Grüße aus Alicante. Wir sehen uns und bis zum nächsten Tutorial.